Der Nanga Parbat. Einer der schwierigsten 8000er im Himalaya-Gebirge. Am 29. Juni 1970 verliert sich hier die Spur eines 24-jährigen Bergsteigers. Von Günther Messner, dem Bruder der Berglegende Reinhold Messner. Eine Mauer des Schweigens umgab den Tod Günther Messners. Bis zu diesen Vorwürfen. Einige, älter als ich, hatten ja nichts dagegen, dass die beiden Messners nicht mehr auftauchen. Nicht? Und das ist die Tragödie. Wir wurden als aufgegeben anerkannt. Und allein durch die Tatsache, dass ich noch hier sitze und dass ich meine Karriere zu Ende gebracht habe, habe ich bewiesen, dass es eben anders war und nicht so, wie sich irgendwelche deutsche kranke Bergsteigergehirne ausgedacht haben. Wir hatten ein gutes Verhältnis die letzten 31 Jahre mit ihm. Somit verstehen wir nicht, wie er dann plötzlich daherkommt und nun anfängt, die Mannschaft so massiv anzugreifen. Reinhold Messner wird mit dem Tod des Bruders nicht fertig. Es ist sein Lebenstrauma, sein absolutes Lebenstrauma. Und er versucht immer wieder anderen die Schuld zuzuweisen an seinem Tod. Was damals am Nanga Parbat geschah, ist heute nicht leicht zu verstehen. Zu viel war im Spiel. Ehrgeiz, Besessenheit, Ruhm. Anreise zum Nanga Parbat, dem weißen Riesen im Westen des Himalaya, 8125 Meter hoch. Heute gehört er, wie der Mount Everest, zum Programm professioneller Expeditionsunternehmen. Heute führen Extrembergsteiger wie Hajo Netzer ihre Kunden für viel Geld auf diesen Berg. 1970 wurden 8000er noch im Namen der Nation besiegt. Und 1970 war der Nanga Parbat über seine gefährlichste Seite noch nicht bezwungen. April 1970. Eine deutsche Expedition unterwegs nach Pakistan zum Nanga Parbat. Der Nanga Parbat selber war ja für uns alle so ein berühmter Name und so ein berühmter Berg, dass es klar war, das ist einfach das Größte, was einem passieren kann. Und egal wie, Hauptsache man kommt mit. Das war ein klasse Team gewesen, insgesamt 18 Personen, dass man mit dem einen und mit dem anderen besser auskommt, das ist ganz klar. Leiter der Expedition ist Karl Maria Herlikofer, Arzt und begnadeter Organisator. 1953 gelang seiner Expedition die Erstbesteigung des Nanga Parbat. Herlikofer war sicher vom Nanga Parbat besessen. Das hat man schon gespürt, dass jemand diese Energie besitzt, wochenlang vom Basislager aus tagtäglich im Prinzip eine Expedition zu leiten, ohne selber am Berg aktiv zu sein. Herlikofer war natürlich noch vom alten Schlag. Er kam aus einer vollkommen anderen Generation wie wir. Wir waren mehr oder weniger junge, aufsässige Menschen. Und er meinte also Einführer und alles muss spuren. Herlikofer hatte schon 7 Expeditionen zum Nanga Parbat geführt.
dem Berg, an dem sein Halbbruder Willy Merkel 1934 ums Leben kam. Jetzt will er den Berg über die Rupalwand besiegen, über die höchste Steilwand der Welt. Im Team sind zwei junge, unbekannte Bergsteiger. Reinhold Messner und sein Bruder Günther. Ich bin dahin gegangen als junger Bergsteiger, habe mich zuerst an den anderen orientiert. Das gleiche galt natürlich auch für meinen Bruder. Wir sind nicht dorthin gegangen, a priori als die Gipfeleroberer des Nanga Parbat. Dafür waren wir schlau genug zu wissen, dass da Ältere und Erfahrenere dabei waren. Nur sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass die auch nur mit Wasser kochen, um es ganz sachlich auszudrücken. Die beiden Brüder Günther und Reinhold Messner waren mir natürlich bekannt. Reinhold auf jeden Fall. Er hat schon in den Jahren vorher ja erstens mal sehr gute Erstbegehungen gemacht, vor allem in den Dolomiten, und einige ganz herausragende Alleingänge, die ihn schon damals einfach ausgezeichnet haben als ein ganz kompromissloser, ehrgeiziger Bergsteiger, der einfach die Spitze erreichen will. Reinhold Messner hat immer Touren gemacht, Dinge, die vor ihm noch keiner gemacht hatte. Und das ist ganz typisch für ihn. Ich habe gewusst, Reinhold Messner, wenn der dabei ist, dann will er alles. Mit 9000 Kilogramm Ausrüstung, 180 Trägern bricht die Expedition zum Basislager auf. 32 Bergsteiger sind bis zu diesem Tag bei dem Versuch, zum Gipfel vorzudringen, gestorben. Vilnes, St. Peter in Südtirol. Die Heimat der Brüder Messner. Von hier aus stieß Günther Messner als letzter zum Expeditionsteam. Eine Grabstelle. Ein paar Zeilen, ein Foto. Erinnerungen an einen, der gescheitert war, der anders war als sein großer Bruder. Der Günther war ein bisschen Künstler irgendwo. Er war nicht so unwahrscheinlich schnell. Aber jeder Griff, jeder Tritt, es hat alles gepasst. Er war einfach ein Spitzenkletterer. Er war vielleicht nicht so wie der, also der Reinhold hat das eher mit, also der Reinhold war ein bisschen vom Charakter her einfach anders. Der Reinhold hat einfach, wenn er etwas gesehen hat, da hat er sich hineingebissen und er musste durch. Nicht? Und also wesentlich schneller zum Beispiel als der Günther. Nicht? Aber das heißt nicht, dass der Günther. Der Günther war nicht schlecht. Der Günther war natürlich glücklich, dass er da mitfahren kann. Und vielleicht war es irgendwo, dass er vielleicht wollte er auch beweisen, dass er genauso gut ist wie der Reinhold. Der 15. Mai 1970. Die Expedition